Beim Splatoon 2 Adventskalender ist jetzt der Gewinner gefallen, denn es hat jemand geschafft, das Ereignis zu knacken, nach insgesamt 18 Parts. Und ihr seht, ich bin in Zelda Breath of the Wild auf der Wii U. Heute werde ich euch das gesuchte Ereignis zeigen. So, dazu sind wir schon mal in Kakariko. Das war ja schon ein bisschen länger bekannt, dass irgendwas in Kakariko sein muss. Meine Fresse, Huhn, hau ab! Muss das denn sein, dass du immer im Bild stehst? Oh, scheiße. Und genau hier haben wir das gesuchte Ereignis. Die Hühnerattacke in Kakariko. Da ich gesagt habe nach Tipp 1, dass es das in mehreren Zelda-Ablegern gibt, da kann ich sagen, ja, in Ocarina of Time gab es dieses Ereignis auch. Das Spiel ist vielleicht bei den älteren Zuschauern ein bisschen bekannter. Aber ich denke mal, dieses Ereignis sollte man eigentlich kennen, egal ob man Zelda gespielt hat oder nicht. Eigentlich ein allgemein bekanntes Easter Egg, beziehungsweise ein Ereignis, wenn man es denn auslöst. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an Bass. Die E-Mail habe ich vorhin geschickt. Und dann würde ich sagen, der Splatoon 2 Adventskalender ist hiermit beendet. Die letzten Parts kommen nicht. Nee, schade. An diejenigen, die sich fragen, welche Buchstaben fehlen. Ich suche mal kurz meinen Lösungszettel. Es hätte noch gegeben ein H, ein E, ein K, ein R und zweimal das I. Hühnerattacke in Kakariko übrigens wäre jetzt nachzählt, kommt auf 23 Buchstaben, wie ich immer dabei geschrieben habe. Ü ist UE. Aber das stand ja überall dabei, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und ciao.